Ransbach ist eine von 14 Ortschaften der Verbandsgemeinde Landau-Land, umgeben von prächtigen Kastanienwäldern und Weinreben. Herzlich willkommen in Ransbach, dem liebenswerten Weinbauort an der südlichen Weinstraße. Symbolfigur des Ortes ist der Hecker, er erinnert an die einst mühselige Bewirtschaftung der Weinberge mit der Hacke. Das Dorf, das im Jahre 1299 erstmals urkundlich erwähnt wurde, ist von einem Rebenmeer umgeben und kann auf eine langjährige Weinbautradition zurückblicken. Der berühmteste Sohn und spätere Ehrenbürger der Gemeinde ist der 1960 verstorbene Rebenzüchter Peter Morio, dem es gelang, eine neue Rebsorte mit dem Namen Morio Muscat zu züchten. Diese Rebsorte wird heute noch angebaut. Hallo ihr zwei, schön, dass ich euch treffe. Oh, hallo. Ja, die Ransbacher sind doch eine gesellige Gemeinschaft. Ja. Jedes Jahr im August feiern sie das Seligmacherfest mit dem bekannten Bauern- und Kunsthandwerkermarkt. Das breit gefächerte Angebot des Marktes, die kunsthandwerklichen Stände mit selbstgefertigten Arbeiten und Malereien sind seit Jahren ein Publikumsmagnet. Das Seligmacherfest ist genau das Richtige, um dem Alltag für ein paar selige Stunden zu entfliehen. Ransbacher bezeichnen ihren Heimatort gerne auch als Seligmacherdorf, benannt nach der bekannten Weinlage in der Gemarkung. Von der Gewanne Seligmacher hat man einen wunderbaren Ausblick über das Dorf und die gesamte Rheinebene. Etwas außerhalb des Ortes befindet sich die Kaltenbrunnquelle, die wahrscheinlich schon seit vorchristlicher Zeit ein Heiligtum war. Im Mittelalter befand sich dort eine Marienwallfahrtsstätte. Mutter des Herrn, Mutter Gottes, Mutter der Barmherzigkeit, Mutter vom Blut. Anfang der 70er Jahre wurden die alten Fundamente wieder freigelegt und als Wallfahrtsstätte neu geweiht. Anwältin, Freundin, mit Beten. Dreimal pro Jahr finden besondere Wallfahrten statt. Das austretende Wasser genießt den Ruf einer Wunderquelle. Erika, wie war das? Ja, wie war das? Ich werde sagen, Ransbach, Phönix aus der Asche. Früher 400 Einwohner klein, abgelegen. Selbstversorger aus Ackerbau und Weinbau in schwierigsten Hanglagen.
Heute 650 Einwohner groß. Ich werde sagen, am Puls der Zeit. Sogar einen eigenen kommunalen Kindergarten gibt es in der Ortsgemeinde. Seit mehr als 140 Jahren ist die VR-Bank Südliche Weinstraße in der Region für die Menschen der Region.